Komisch, das sind doch Läufe. Und das hängt mit der Knobelei zusammen. Bevor es ans Knobeln geht, will ich euch erstmal was erklären. Seht mal her, was fällt euch dazu ein? Der lila König sieht ziemlich matt aus. Der eine Läufer setzt ihn ins Schach und sein Kollege passt auf, dass er dann nicht zur Seite abhauen kann. Nach unten hin kann er auch nicht weg. Da passt der weiße König auf. Er hat die Säbel schon gesetzt. Tja, Pech für König Lila. Seht ihr? So schön sieht ein Matt mit zwei Läufern aus. Super, nicht wahr? Und jetzt wie versprochen zur Knobelei. Nicht so schnell, Kollege. Ich denke, das sollte man noch ein bisschen genauer erklären. Was Sie hier sehen, ist nämlich nur das Endergebnis, das Schachmatt. Was fehlt, ist der Weg dorthin. Und der ist ganz schön knifflig. Aber das lässt sich lernen. Und wenn man es erstmal drauf hat, kann man damit ganz schön Eindruck schinden. Und wie geht das nun? Der Clou beim Mattsetzen mit zwei Läufern ist, dass man den gegnerischen König in die nächste Ecke treibt. Das ist das Luftballonfeld. Und wenn der König dorthin geht, weil er gerade aus einem Schach fliehen muss, dann platzt der Ballon und das Matt ist nah. Aber freiwillig geht er dort vermutlich nicht so ohne weiteres hin. So ist es. Wichtig ist jetzt, dass der weiße König ihn schön am Rand hält. Den Rest erledigen dann die beiden Läufer mit einem höchst gekonnten Zusammenschlag. Der eine Läufer hat hier schon eine Sperre errichtet, sodass der lila König nicht nach links abhauen kann. Und der andere setzt gleich ins Schach. Vielleicht so. Und Schach. König Lila muss verschwinden. Genau, er steckt sozusagen im Gefängnis und kann nur noch nach rechts gehen. Weißt du, was ich glaube? Er sieht da ein Schlupfloch, durch das er am Ballonfeld vorbeihuschen kann. Aber da hat er die Rechnung ohne den weißen König gemacht. Zack, schon ist das Fluchtloch gestopft. Da kommt er nicht mehr vorbei. Juhu, gleich platzt der Ballon. Komisch, der platzt ja gar nicht. Egal, auf alle Fälle können jetzt die Läufer weitermachen mit ihrem Spielchen. Wie wär's damit? Hey, du Kniff, was sagst du nun? Halt, das würde ich nicht machen. Und wieso nicht, wenn man mal so blöd fragen darf? Da kommst du vielleicht selber drauf, wenn du überlegst, was König Lila als nächstes machen wird. Na was wohl, er geht jetzt einfach nach... wohin eigentlich? Das ist es, was ich meine. Er kann gar nicht mehr ziehen. Er steht zwar augenblicklich nicht im Schach, darf aber auf kein anderes Feld. Hier stände er im Schach des Läufers und da drohen die Säbelfelder des weißen Königs. Das nennt man bekanntlich Patt. Unentschieden. Das ist ärgerlich, denn du hättest hier leicht gewinnen können. Mist. Können wir es noch einmal probieren? Klar. Also nehmen wir den letzten Zug zurück. Der Trick ist nämlich, dass König Lila zum Schluss nicht einfach so in die Ecke gehen darf, sondern dass er einem Schach entfliehen muss. Also muss Weiß ihn erstmal wieder aus der Ecke rauslassen. Genau. Dieser sogenannte Zeitzug ändert nicht viel am Zaungefängnis für König Lila. Der große Unterschied ist jedoch, dass jetzt er dran ist mit Ziehen. Und das wird ihm gleich zum Verhängnis werden. Jetzt können sich die Läufer weiter ins Zeug legen und das Gefängnis noch enger machen. Schach, Wetter! Wow, der Ballon ist geplatzt. Und im nächsten Zug ist Lila Schachmatt. Und das sieht jetzt genau so aus, wie das, was ihr euch am Anfang angeschaut habt. Also nochmal, wenn du zwei Läufer und einen König hast, hat ein alleinstehender gegnerischer König keine Chance. Vorausgesetzt natürlich, du beachtest vier Dinge. Erstens, die beiden Läufer arbeiten so gut zusammen, dass sie ständig das Gefängnis des Königs verkleinern. Zweitens, dein König stopft die Fluchtfelder und drängt den gegnerischen König an den Rand. Drittens, gemeinsam treiben die beiden Läufer den König in die Ecke, während der eigene König aufpasst, dass der Kerl nicht ausbüxt. Viertens, in der Ecke droht das Patt. Deswegen muss der gegnerische König immer mit einem Schach in die Ecke getrieben werden, um ihn dort matt zu setzen. Dabei helfen häufig Zeitzüge.
gesagt, ist es eine Aufgabe. Und die lautet, setze den lila König in der Ecke Schachmatt. Ihr wisst ja jetzt ungefähr, wie es geht. Zur Not könnt ihr es ja auf dem Zettel dort nochmal nachlesen. Ach, kein Problem. Der ist jetzt komplett eingesperrt, das Matte 2. Hier ist ja alles zu, hier ist der zu. Ich komme hier schon mit dem Schach. Und kann jetzt Matt setzen. So, jetzt ist das Gefängnis komplett zu und Matt. Und das war der letzte Zug. Schachmatt. So, das ist auch noch einfach. Kann ich auch noch weiter zurücktreiben mit Schach, also das Matt in 3. Ja, nur noch die Möglichkeit zurückzugehen, weil alles zu ist. Ja, und Matt. Schach und Matt. Da guckst du was. So, hab ich hier? Ja, könnte ich immer noch. Ah, das sind glaube ich 5 oder so. Der König muss sich einmal bewegen. Wahrscheinlich wird noch ein Zeitzug fällig. Guck. Zack, der König muss rüber. So, ja, genau. Jetzt muss der König einmal. Jetzt bleibt das Gefängnis aber so. Jetzt muss ich einen Zeitzug machen. Weil ich muss ja hier einen Schach bieten. Jo. Schach. Und jetzt mache ich Matt. Gewinnen ist mein Hobby. Ach, das ist wieder einfach. Matt in 3. Da kann ich jedes Mal Schach bieten. Hier Schach. Schach, man muss rüber, da kann ich wieder Schach bieten. Da kann ich wieder Schach bieten. Schluss, aus, wir haben gewonnen. So. Ja, da kann ich ihn hier rüber einsperren. 1. In der Ecke. 2. 3 und 4. Game over. Schachmatt. Ja. 1, 2. Wahrscheinlich auch wieder 5. Ein Zeitzug wird wahrscheinlich fällig. 1. Ja. 2. Jetzt in der Ecke. 3. Da muss ich ihn ja auch Schach bieten. 4 und 5. Und das war der letzte Zug. Schachmatt. So. Ist auch. Okay. Da haben wir ein bisschen mehr. Ja, das ist ja das Gefängnis. 1. Das ist jetzt hier das Gefängnis. 2. 3, 4. Schach und Matt, da guckst du was? Donnerwetter, ihr habt meine kleinen Knobelaufgaben wunderbar gelöst und habt euch eure Belohnung wirklich verdient. Ein Kuschelhäschen für König Grobklotzing. Kinder, ihr seid einfach die Größten. Ich dachte eigentlich, das ist sowieso klar. Gratulation auch meinerseits. Ihr seid echte Cracks. Wenn ihr wollt, kann ich euch noch ein paar super spezielle Profi-Tricks zeigen, okay? Anschauen können wir es uns ja mal. Ups, hier steht der gegnerische König ja gar nicht am Rand. Was machen wir denn da? Die beste Ecke, um ihn matt zu setzen, ist hier hinten. Also sehen wir zu, dass er dahin geht. Na toll. Und wenn er nicht will? Er muss, Bianca. Die Läufer stehen hübsch nebeneinander. Die sieht man übrigens auch sonst häufig, denn so sind sie besonders nützlich. Der eine bewacht die hellen Felder, der andere die dunklen. So wie hier. Der weiße König hilft mit der Opposition. Da bleibt Lila jetzt nichts anderes übrig, als innerhalb seines Gefängnisses irgendwie zu ziehen. Mist, jetzt geht der Doofmann gar nicht nach hinten, sondern zur Seite. Drängen wir ihn also weiter zur Seite hin ab. Wichtig ist nur, dass er bald am Rand steht. An welchem ist egal. Ach so, und jetzt geht es so ähnlich weiter wie vorhin. Als nächstes.
nächstes scheuchen alle drei zusammen König Lila in die Ballonecke, wo sie ihn dann matt setzen. König Lila steht im Schach und muss was tun. Doch so schön die Läufer auch zusammenarbeiten, ohne den weißen König geht es nicht. Und deshalb muss er erstmal hinterher. Er ist dafür verantwortlich, König Lila am Rand zu halten. Hey, Vorsicht! Sonst wird der Läufer im nächsten Zug geschlagen. Tja, was nun? Ich würde sagen, er stellt sich einfach in den Schutz seines Königs. Und da muss König Lila, ob er möchte oder nicht, wieder einen Schritt zum Rand hin machen. Zum Rand des Ruins, sozusagen. So ist es. Der weiße König zieht hinterher, denn er wird dringend gebraucht, wie gesagt. Eine richtig tolle Auswahl hat König Lila jetzt nicht mehr. Genau gesagt ist es nur noch ein einziges Feld, nämlich die Ecke. Und da geht er jetzt doch hin. Halt, halt, halt! Hattest du nicht mal gesagt, dass er mit einem Schach in die Ecke gehen muss? Gut, Bianca. Und genau deshalb muss Weiß ihn da nochmal rauslocken. Wichtig ist aber aufzupassen, dass da kein Papp rauskommt. Das wäre jammerschade, denn Weiß hat schon so gut wie gewonnen. Ich glaube, am besten wäre jetzt nochmal so ein Zeitzug. Das Gefängnis ist geblieben und nun ist Lila dran. Ein anderer Zug geht ja auch gar nicht mehr. Nun bereitet Weiß das bittere Ende vor. Der König geht in die Opposition und wetzt dieselbe. Lila muss wieder in die Ecke ziehen. Aber leider ist er nicht aus einem Schach heraus in die Ecke gezogen, sonst wäre der Ballon geplatzt. Also nochmal rauslocken und dann mit dem Läufer Schach bieten. Zeit für einen Zeitzug. Put, put, put. Hallo König, du kannst rauskommen. Und jetzt endlich kann Weiß ihn mit einem Schach in die Ecke scheuchen. Schach, du Nase! Na dann geh mal wieder in deine Ecke. Juhu! Und jetzt kommt der Läufer und sagt Schachmatt. Na, wie war das? Große Klasse! Hey, gehörst du zu jenen ausgeflippten Typen, die unbedingt mal Weltmeister werden wollen? Dann gibt es hier ein paar Profistellungen, die nicht so einfach Pille-Palle zu spielen sind. Da muss man schon richtig Hirnschmalz investieren, damit man seinen Gegner am Ende schachmatt setzen kann. Also los, König an den Rand drehen, dann in die Ecke und zum Schluss schachmatt. Klar? Alles klar. Hat man schon das so rum, das Gefängnis, das L. Mit Schach kommen. Schach. Und Matt. Schluss. Aus. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch und dann ist gut. So, der ist ziemlich weit weg. Aber egal, ich komme erstmal näher mit dem König. Sehr weit weg. Okay. Ja, da kann ich ja zumachen. Da kann ich zumachen. Ja, ich hatte ja noch ein Feld. Kannst du nicht hinkommen? So, jetzt aber gerade. So, jetzt ist hier alles so. Da das Feld zu machen. So, da in die Ecke schieben.
So. Dann verhindern. Ja. Okay. Ja. Das ist gleich ja mit Schachskopf. 1, 2. Da ist matt. Game over. Okay, das reicht. Genug geübt.